Das hier, Freunde, soll nur ein vergleichsweise kurzes Video werden, um euch auf dem Laufenden zu halten, was die ganze Entwicklung mit YouTube angeht. Ich habe nach dem ganzen Crowder-Zwischenfall mal detailliert in die Statistiken meiner Videos hineingesehen und dabei ist mir durchaus etwas Interessantes aufgefallen. Über die letzten 2 Monate hinweg kam es mir ohnehin schon so vor, als käme mein Kanal nicht mehr so richtig voran, als hätte sich das Wasser, in dem ich schwimme, in Honig verwandelt. Und ich dachte zunächst noch, es könnte an mir liegen, beziehungsweise an einem zeitweise abgeflauten Interesse meiner Zuschauerschaft. Memo an mich selbst, nie wieder an deiner eigenen Großartigkeit zweifeln. Denn offensichtlich haben nicht die Zuschauer entschieden, sondern der allmächtige Play-Button. Diese Grafik hier zeigt die täglichen Aufrufe meines Asyl-Kitsch-Videos. Und wie wir bemerken, fallen diese ab Mitte April stark ab. Ähnliches können wir beobachten bei meinem Video über Alan Posners Kommentar zur Migration, bei meinem Video über die Löschdicht-Doku, bei Deutsche Geschichte X, selbst bei meinem völlig unpolitischen Beitrag über das Teleportationsproblem. Alle zeigen sie den gleichen Zuschauerschwund seit Mitte April bzw. Anfang Mai. Offensichtlich hat mich der Verteilungsalgorithmus nicht mehr so lieb wie früher. Es sind nicht alle Videos davon betroffen, aber doch sehr viele und selbst Beiträge, die für die Monetarisierung zugelassen wurden, zeigen dieses Verhalten. Dass unter all dem auch die Geschwindigkeit des Abonnentenzuwachses gelitten hat und immer noch leidet, das versteht sich, denke ich, von selbst. Was ursächlich für diesen Fall in Ungnade ist, das kann ich noch nicht mit Sicherheit sagen. Mein Kanal hat ungefähr zu der Zeit, ab dem sich die Zahlen begannen zu verändern, eine Verwarnung wegen meines Videos über die Segnungen des Sozialstaates erhalten. Einige Videos fielen in ihrer Performance allerdings auch bereits ein paar Tage vor diesem Ergebnis ab. Ob das hier also eine vorübergehende erzieherische Maßnahme darstellen soll oder zum Dauerzustand wird, ob die Verwarnung Folge oder Ursache der verschärften Bedingungen ist, das lässt sich schwerlich beantworten, zumal YouTube in diesen Angelegenheiten so transparent wie 2 Meter Beton ist. In jedem Fall müssen wir feststellen, dass dies ein hervorragendes Mittel darstellt, diese Plattform zu einem Hort der Mittelmäßigkeit und der Ja-Sagerei zu transformieren. Sobald man den engen Korridor des Zulässigen verlässt, wird man abgewürgt, selbst und vielleicht gerade dann, wenn die Menschen interessiert, was man zu sagen hat. Und da soziale Netzwerke ihrem Wesen nach zum Monopol tendieren, denn nur wenn wirklich alle Menschen eine Plattform teilen, ist die soziale Interaktion maximal, dürften wir sobald auch nicht mit einem ernsthaften Konkurrenten rechnen, schon gar nicht mit einem, der gegen all die beim letzten Mal beschriebenen Einflüsse immun ist. Und noch während ich das Skript zu diesem Video hier schrieb, musste ich erfahren, dass man Black Pigeon Speaks von YouTube entfernt hat, ein Kanal mit mehreren 100.000 Abonnenten. Er wurde einige Stunden später wieder hergestellt, nachdem zahlreiche Leute auf diesen Vorgang hingewiesen hatten. Aber es fällt mir schwer zu glauben, dass ein YouTuber mit 500.000 Abonnenten einfach aus Versehen vom Netz genommen wird. Freunde, wir haben es hier mit einer sehr ernsten Angelegenheit zu tun. Es sieht ganz danach aus, als würde man versuchen, mit den Mitteln roher Kraft Hegemonie zurückzugewinnen. Ich kenne bei weitem nicht alle Videos von Black Pigeon Speaks, aber diejenigen, die ich gesehen habe, waren völlig frei von Beleidigungen oder dergleichen. Kontroverse und provokante Ansichten wurden zum Teil geäußert, aber sämtlich klar in den Grenzen wahrscheinlich selbst der deutschen Meinungsfreiheit. Es lässt sich nur spekulieren, was mit kleineren Kanälen dieser Art geschieht, deren Verschwinden kein ähnlich großes Aufsehen erregen kann. Man mag einwenden, dass es sich bei dieser Geschichte und noch bei einigen ähnlich gelagerten Fällen um unbeabsichtigte Folgen eines unausgereiften Algorithmus handeln könnte. Ausschließen kann ich das natürlich nicht, aber da sich diese Begründung auch hervorragend eignet, die eigenen gezielt politischen Aktionen zu verschleiern, werde ich YouTube sicher nicht den Gefallen tun, dies anzunehmen. Von außen betrachtet sehen sich feindselige Intentionen auf der einen Seite und eine Kombination aus Intransparenz und Inkompetenz einfach zu ähnlich. Und da Google es seit Jahren versäumt, sein Vorgehen an stringenten, einsichtigen Regeln auszurichten, wird erste Option immer wahrscheinlicher. Feroz Khan hat auf seinem Kanal jüngst ein Video hochgeladen, in welchem er anhand vergleichbarer Beispiele zu ungefähr den gleichen Schlussfolgerungen gelangt. Und dann wird in den Kreisen hiesiger Politiker gerne davon geschwätzt, dass dieses Deutschland das Beste sei, das es je gab, dass wir von allen Generationen die größten Freiheiten genießen würden. Nun, es ist unzweifelhaft, dass ein Immanuel Kant, ein Arthur Schopenhauer, ein Friedrich Nietzsche oder ein Max Stirner vieles von dem, was sie in ihren Werken niedergeschrieben haben, heute nicht mehr verbreiten könnten.
Würde diese Figur nicht ihr letzter Schild, das Jahrhundert ihrer Geburt, verteidigen, kein Verlag würde sich wagen, sie vollständig abzudrucken. Sie alle wären schneller zensiert, gelöscht und zum Teil auch vor Gericht gestellt, als wir uns umsehen könnten. Es geht hierbei nicht mal darum, ob diese Menschen mit all ihren Aussagen recht hatten oder nicht. Sie sind sich ja nicht mal untereinander einig. Es geht darum, dass wir solche Gedanken gar nicht mehr öffentlich und eigenständig diskutieren können, eben weil solcherlei Äußerungen, gerade wenn nicht in Zitatform vermittelt, sofort unterbunden werden, de facto nun auch in den Vereinigten Staaten, dem Land der Redefreiheit. Man sollte sich ganz genau dessen gewahr werden, was heute als Freiheit durchgeht, auch als freier Markt. Ich muss durch Abgaben meine eigene Konkurrenz hier auf YouTube finanzieren, welche durch die auf diese Weise angehäuften Ressourcen und Kraft ihres staatlich verliehenen Gütesiegels dann vom Bewertungssystem hochgestuft wird und mir noch mehr potenzielle Zuschauer abgräbt. Alles verbunden mit dem gerade auch von den Öffentlich-Rechtlichen gerne bedienten Narrativ des weit verbreiteten Hasses im Netz, der diesen Effekt noch weiter verstärkt. Es tut mir wirklich leid, aber es liegt nicht viel Freies in einem Rundfunksystem, dessen Inhalt ich nicht bestimmen, dessen Beitragszahlungen ich nicht verweigern und dessen offenkundige Manipulation des Marktgleichgewichtes ich nicht verhindern kann. Nun, wer würde da nicht ein bisschen hasserfüllt werden, wenn er unter solchen Bedingungen leben und arbeiten müsste? Aber nicht vergessen, wir reden hier von den Leuten, die auf der Seite der Gleichheit stehen und doch seltsamerweise immer die Ersten beim Absahen sind. Also, was tun wir jetzt? Nun, erstmal gilt meine Aufforderung vom letzten Mal nach wie vor. Ihr müsst aktiv werden, sonst wird sich gar nichts ändern. Ob in einer Partei, einer Organisation oder hier auf YouTube. Es muss sich ein Gegengewicht etablieren, sonst wird dieser Prozess immer weiter und weiter gehen. Politik liegt stromabwärts der Kultur, liebe Leute. Was heute die sozialen Medien dominiert, das hat gute Chancen, in 10 oder 20 Jahren gesetzt zu werden. Und wie in dieser Zukunft denn das Netz aussieht, das will ich mir gar nicht vorstellen. Das ist der Aufruf Nummer 1, dem ohne Frage nur wenige folgen werden, weil es hierfür lang andauernde Eigeninitiative benötigt, ohne ein konkret absehbares Ziel vor Augen. Aber die wenigen, die all dies auf sich nehmen, die machen den wahren Unterschied aus. Aufruf Nummer 2 betrifft Geld. Es gibt einen Grund, weshalb Sargon of Akkad, Black Pigeon Speaks oder auch meine Wenigkeit den Leuten mit einer gewissen Regelmäßigkeit auf die Nerven gehen können. Und das ist der materielle Anreiz. Er rechtfertigt die großen Mengen an Zeit, welche investiert werden. Er motiviert den einzelnen Videoersteller und er erlaubt ihm auch, Rückschläge abzufangen. Ich habe trotz aller Widerstände nicht vor, auch nur einen Müh zurückzuweichen. Und ich glaube, selbst wenn ich über endlose Ressourcen verfügen würde, oder über praktisch gar keine. Ich würde immer noch tun, was ich tue. Aber es steigert die Konkurrenzfähigkeit des unterstützten Videoproduzenten ganz enorm, wenn ihr auch nur einen einzigen Euro im Monat spendet. Ich werde nicht so tun, als wäre das hier ein selbstloser Appell. Das ist er natürlich nicht. Aber am Ende bin ich nur ein einzelner Mensch. Also seht euch auch nach anderen Leuten um, deren Botschaft ihr mehr Gehör verschaffen wollt und unterstützt sie. Die Links für Patreon und PayPal befinden sich wie immer in der Videobeschreibung. Doch auch wenn ihr in den beiden vorherigen Optionen keine Möglichkeit seht, tätig zu werden, gibt es vielleicht trotzdem noch einen anderen Weg, mich zu unterstützen. Ich würde nämlich gerne den Versuch wagen, die reduzierte Aufmerksamkeit, die diesem Kanal durch YouTube zuteil wird, durch eine experimentelle Guerilla-Marketing-Kampagne auszugleichen. Um mir hier zu helfen, braucht es keine materiellen Aufwendungen, lediglich einen Internetzugang, euer Engagement und ein wenig Zeit. Wer innerhalb der nächsten 14 Tage etwas davon erübrigen kann und seien es nur 15 Minuten pro Tag, der soll mir eine E-Mail an dieschattenwerbung@gmail.com schicken. Alle weiteren Details werde ich euch dann zukommen lassen. Der Link hierfür findet sich ebenfalls in der Beschreibung. Je mehr Leute sich melden, desto besser. Zahlenmäßig haben wir die Stärke einer Division. Sehen wir doch mal, ob wir auch wie eine agieren können. dieschattenwerbung@gmail.com. Meldet euch. Und dann schauen wir mal, ob es uns gelingt, selbstständig etwas zu unternehmen.